Moin ihr Lunken, ich hoffe euch geht's gut. Es gibt wieder eine richtig dicke Rabattaktion bei meinem Partner Displayed. Das sind die wunderschönen Bilder, die ihr bei mir immer im Hintergrund seht, falls ihr den Partner noch nicht kennt. Aktuell 32% Rabatt auf 1 bis 2 Displays und sogar 37% ab 3 oder mehr Displays. Einfach über den Link unten in der Videobeschreibung gehen. Ihr kriegt einen Rabatt automatisch im Warenkorb abgezogen. Ihr könnt natürlich bestellen, was ihr wollt. Ihr müsst jetzt keinen von meinen Favoriten oder Kollektionen bestellen. Die Qualität ist 10 von 10. Das sagt jeder, der schon mal bestellt hat, meiner Zuschauer. Ich bin absolut in love. Es gibt so vielen geilen, nicen Scheiß. Egal, ob euer Lieblingsfußballer, euer Lieblings-Anime-Held, Spiele-Held oder Schauspieler. Es gibt wirklich alles. Deshalb gerne mal in Ruhe stöbern. Der Rabatt geht noch bis Ende des Monats. Viel Spaß beim Shoppen. Und ihr supportet mich auch noch gleichzeitig, wenn ihr über den Link euch etwas gönnt und spart. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Video. Und lasst mir gerne ein Like und ein korrektes Kommentar da. Kuss geht raus. Dann machen wir noch den satten Hugo hier und dann noch eine Doku-Mo. Sehr geehrte Kunden, der kleine Marcel Ehres wird soll sich bitte an der Kasse 1 melden. Macht sich Sorgen, ich wiederhole, der kleine Marcel Ehres soll bitte zur Kasse 1. Dankeschön. InScope, ja, aber InScope nimmt ja viele Clips, die in Richtung Doppel-D gehen. Ne? Aber klar ist da auch der ein oder andere Twitch-Clip dabei, hast du natürlich recht, aber ja. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Aber war wirklich schön. Das ist ja Amsterdam, wenn man nicht alles täuscht. Sie, also Real Talk jetzt, ihr werdet lachen, sieht ein bisschen aus wie Buxtehude. Zu laut? Nee, das Video gerade war nur zu leise. Real Talk sieht ein bisschen aus wie Buxtehude. Wann kommt der durstige Hugo? Gute Frage, nächste Frage. Hab ich noch nie gesehen, wer ist das? er könnte so viele Kanäle machen. Hungriger Hugo, satter Hugo, Reaction Hugo, durstiger Hugo, obdachloser Hugo. Keine Ahnung, Bruder, er könnte Kanäle erstellen ohne Ende. Erinnert mich aber an irgendjemand bei uns. Wer fährt mich heim? Wer fährt mich heim? Und alle sich immer abgewandt, ich kenne den nicht. Dein Keller ist voller Müll, Hugo, den du nutzen. Falsch, das sind einfach Beleuchtung, ja, ehemalige Hugo. Beleuchtung, Schreibtisch und Stühle, ja, für ehemaliges, ja, Streaming-Equipment. Das trage ich euch auf dem Flohmarkt, bist du bescheuert? Bist du bescheuert, klar. Oh, ich komme auf Flohmarkt mit Tisch, Stühlen, Beleuchtung, einen Kühlschrank, einen Ofen, eine Mikrowelle. Das so funktioniert, genau, Flohmarkt. Ja, richtig. Geil. Wie alt ist Nathalie? Die ist schon volljährig, oder? 18, hast du, okay. Digga, nein, ich will nix. Ich frag einfach nur wie ein normaler Mensch. Weil sie hat für mich ausgewählt, sie hat so eine Art Babysitter so mäßig für ihn, was das betrifft. Kann nicht rein zufällig das Game abstürzen jetzt. Mein primärer Bildschirm ist einfach schwarz. Ja, perfekt, okay. Und das Game ist wirklich abgestürzt. Was? Ey, auf dem Schiff gegenüber sind heiße Chires. Hast du gesehen? Diese Wahrscheinlichkeit. Boah, ich will, dass die beiden einfach so geil mal zusammen, weißt du? Stream? Ja. Wie Nico das immer macht? Genau, Sascha soll sie mal ins Stream einladen. Früher war es so Netflix und Chill, hat man gesagt, aber heute sagt man, man lädt jemanden ins Stream ein. Erbsensuppe mit Wienerwürst. Sieht so mein Gesicht aus? Jetzt sag mal ganz ehrlich. Sieht meine Fresse so aus? Seh ich so aus? Ja, was ja? Wo seh ich denn so aus? Und ja, mir war es halt auch einfach wichtig, dass man in einem Streaming-Setup, wie es jetzt hier da ist, eine gewisse Energie auch rauslassen kann. Alles möglich. Sieht aber eigentlich schön aus, sehr geräumig, ne? In seiner einen Station war ja der Schreibtisch gefühlt schon in der Wand. Da hat man immer gesehen, wenn er Gäste da hatte, da mussten die sich richtig in so diese Schreibtischnische reinquetschen. Und hier schön geräumig. Reichlich Platz. Weil man kann, ihr wisst wie ich bin ein aktiver Typ. Ich muss ständig irgendwas passieren. Das heißt also, ich kann einmal hergehen, dann sage ich, brauche kurz Breakdance. So ein Ding bräuchte ich eigentlich auch, wenn die Black Ops 4 Lobbys wieder kicken, einfach ein Beat geben. Ich glaube, da würde ich manchmal schon auf 999 kommen. So wie mich der Zorn beutelt. Imagine, du machst da einen Breakdance und auf einmal guckt so ein halbes Ei raus, Digga, und du kriegst so einen Monat auf dem freien Mann. Nein! Und die Dame, die dachte, sie macht eine Onlyfans-Aufnahme und sich umgedreht hat und die Backen auseinandergezogen hat, hat einfach 3 Tage auf dem freien Mann bekommen. Das wäre schon geil. So, also man kann hier alles machen, ja? Digga, man hat hier so viel Platz und man kann theoretisch sogar einen kleinen Circle rennen. Hot Tub? Hot Tub wäre natürlich auf jeden Fall sexy. Hier ein Dingens aufzubauen, ein Pool. Und dann mit diversen Scheiß.
Was ich mich gerade frage, Chat, und ihr wahrscheinlich auch, warum haben wir eigentlich von Ehrenbruder Inski noch nicht einen HUTTUBE-Stream gesehen? Oder von Chaosfreak? Ich bin wirklich enttäuscht, Jungs. Wenn ich bei jemandem was sehen würde, wollen würde, dann bei euch. Aber da was sehe ich dann stattdessen? Einen Julian Bam? Und einen fucking Revi Inside rumplanschen. Also wirklich, Digga, scheiß drauf. Ah ja, ist hier noch den ein oder anderen Livestream zu machen. Ja. Ich hab HotTube gesagt, Chat. Scheiß auf euch. Ja, also meine HNO-Ärztin meinte quasi... Bald nur noch Chat für T3, ist absurd, denk, wird das sein. Das ist lustig, da meinte ich so, ja, ist auf jeden Fall lustig, das mit der Nase. Da meinte sie so, nee, ich fand's lustig, dass sie gerade erzählt haben, was sie beruflich machen. Das mit der Nase ist katastrophal. Ah ja, perfekt, Digga. Ah, danke, Digga, das ist genau das, was man hören möchte von der HNO-Ärztin. Top. Oh, die hat rote Haare, oder? Oh, die hat auch rote Haare. Uiuiui. Ich weiß ganz genau, wer jetzt gleich nicht mehr könnte und einfach jede Regel brechen würde, Digga. Niki müsste jetzt ganz, ganz schnell in dem Restaurant auf die Toilette, Digga. Nein, ich glaub, ich steh auf die... Revet heißt sie, okay. Einmal kurz. Ich wusste auch ganz lange nicht, wie man sie ausspricht. Donation hier reingeballert, da guck ich mal ganz kurz, was ist hier los. Von Blind 090, danke, Digi. Und moin, bitte nicht vorlesen. Oh. Jetzt hab ich eingekackt. Oh nein, es ist zu spät. Bin ich vorlesen? Ich hab ne Frage an dich. Ah, Scheiße. Wer ist denn das? Das ist der. Wer? Der hat einfach seine tägliche Portion Arschlochlecken nicht bekommen. Superman. Was hat der für einen Sessel? Der hat einen Sessel, der, sagen wir mal, gebaut wurde für Leute, die ein bisschen mehr genascht haben. Ja und? Muss es auch geben. Ja, die muss sind es meistens auch geben. Netter wie das die ist der Rainer. Wie die Magerhaken. Das ist der Rainer. Magerhaken. Ich mag lieber griffige Leute. Wie ein Hungerhaken. Darf ich noch ein, zwei Leute grüßen? Na klar. Sevi, Leon, Luis, Mataki, Patrick, Ruko, Marco, Flo, Daniel, Kenzie, Leon, Lionel und Headgoss. Ja. Und Fabrik und Kai aber. Ah, ja, danke. Die zwei auch noch. Sehr gut. Hungriger Hugo, weil das sind die wichtigen Themen, die Menschheit wirklich, mit denen man sich befassen muss. Am Ende des Tages, Digga, pissen und scheißen wir alle aus denselben Löchern, Digga. Und wahre Freunde, wahre Liebe und eine richtige Familie ist unbezahlbar und das kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Wir sehen dich dann! Ja. Nico, klär mir die bitte. Hey, liebe Dame von dem Video hier, falls du das sehen solltest, der liebe Bommel ist einer von meiner Community, ein extrem studierter Arzt, ist ein richtig schnieker Typ, 26 Jahre alt, extrem breites Kreuz. Bommel ist dein Mann. Okay, möchtest du deinem Gast etwas zu trinken anbieten? Nico, willst du was zu trinken? Die würde ich nehmen. Ich hab nicht mehr so viel, guck mal, was ich noch hab. Ey, ich bin schon mit dem stillen Leitungswasser zufrieden. Ah, sowas hab ich. Nee, die Skins gefallen mir ja mal gar nicht. Und sonst kann Plattengastgeber. Ich kann mir nichts mehr payen. Ich habe jetzt 100 Euro aufgeladen. Ich kann mir nichts kaufen davon. Ich kann meine Gems gar nicht loswerden. Ja, jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Es gibt auch nicht über Umwege irgendwas, was ich payen könnte. Findest du das Game? 9 von 10 Sternen würde ich jetzt erstmal verteilen. Ein Punkt Abzug, weil ich nichts kaufen kann. Das verstehe ich gar nicht. Dieses Game hat mega den krassen Hype-Chat. Macht das so Spaß zu spielen? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, irgendwie Dead by Dying Light oder so. Das zocken die Leute wie die Blöden. Macht das wirklich so Spaß? Also da sieht man dann auch... Was spammt ihr jetzt wieder, Pepega, Digga? Einmal mal wieder. Habt ihr wieder in den Spiegel geschaut, ja, oder was? Wie Max in Fire. Ja, Dead by Dying Light, Dead by Daylight. Ich freue mich auch nach Reife auf. Laune ist, ne? Ist Shino, danke noch für die 5er Sub-Bomb-Chat. Lass mal noch ein paar Bomben und ein paar Yippies regnen. Wenn man sich mal den Gesichtsausdruck einfach mal reinzieht. Der saß da einfach und hatte gar keinen Bock auf die Scheiße. Und da hat's bei Max aber Gerd sein, geschoben. Oh.
Wir wussten sonst nicht, wie wir da halt nehmen. Ein Rentner kommt selten allein. Wir brauchen auf jeden Fall ein Rentner-Duo. Und sonst gibt es keine anderen Streamer, Schauspieler, Sportler, Musiker in Montes Alter. Vayamos, compañeros. Für den Call hoffe ich, dass die Jungs die beiden anderen wegschallern, damit Trimax so klein mit Hut ist. Ups. Eins, zwei, jetzt mach den Kopf zu! Und Thomas hat auch Muskeln. Thomas! Ja, das sind die Liegestütze, Junge, der Schwinger! Das sieht nicht richtig aus. Wie man Elotrix zum Lachen bringt. Twitch-Server sind die gerade am Schmieren? Der kommt halt immer so unerwartet, was soll ich sagen? Und bei dem einen Intro war der einfach so gut eingebaut. Was soll ich sagen, Digga? Ich kenne halt, es gibt halt keinen anderen Streamer, der das einfach so macht, Digga. So hemmungslos und so provokant. Twitch ist Amazon. Amazon hat heute New World released und der Server ist überlastet. Und das überlastet auch die Twitch-Server. Boom. Stimmt's? Ja. Sauber. Mein Computer ist abgestürzt, mein iMac. Der iMac ist abgestürzt. Der ist komplett gebrochen, Alter. Mir ist der 27 Zoll iMac einfach vom Schreibtisch gerutscht. Oh mein Gott, das tut so weh. Wird er auch einfach kaputtgeschlagen, Digga, und neu gekauft, sei wie es ist, Digga.